Das war interessant. Muss man eine Lifeline. Ey! Hallo? Hallo? Hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge von Let's Play Starbase. Und mal wieder im Testmodus, mal wieder am Bauen. Und ich muss sagen, ich finde mein neues Schiff mega gut. Das Lasergewehr jetzt mit den Tractor-Beams und allem drum und dran ist unglaublich nice. Unfucking-glaublich nice. Habe ich tierische Freude dran und bin schon sehr gespannt, wie das nachher auf dem Testmodus, auf dem PTU nachher funktioniert. Bisher scheint es genau so zu funktionieren, wie ich es mir gewünscht habe. Die Asteroiden werden dann eingefangen, zerschreddert, von den Traktorbeams gehalten. Die kleinen Bruchstücke bleiben dann in der Mitte und dann bleibt im Grunde nicht mehr allzu viel über. Und das ist genau das, wo ich hin möchte. Dass du halt wirklich dann einfach nur über so einen Asteroiden drüber fährst und es bleibt halt eben wirklich nichts über. Alles geht ins Lager und fertig. Und wie gesagt, nicht vergessen, die Bruchstücke von den Asteroiden sind ein bisschen größer als die Dinger von den Kisten. Von daher haben wir da eine gute Chance, dass wir da wirklich alles erwischen. Und ja, geile Sache. Auf jeden Fall eine richtig geile Sache. Ich habe jetzt nochmal, wie versprochen, die Trakte müssen nochmal getackert. Ich bin jetzt bei einer Durability von 2, noch was leer. Das soll auf jeden Fall ausreichend sein. Und die Tractor-Beams selber wurden jetzt nochmal hier doppelt, also doppelt gebolzt. Ich hatte ja vorher nur unten die 4, jetzt habe ich oben noch die 4. Damit schlackern die auch nicht mehr bei Belastung. Triebwerke sind dran und Batterien sind dran. Alles ist eigentlich soweit fertig. Es fehlt nur noch ein bisschen die Farbe und dann der Test, ne, der Finale. Das heißt also, ich mache mal das System weg hier, dass wir das dann schon mal weg haben. Wir kümmern uns heute ein bisschen um das Farbmuster nochmal schnell. Und anschließend dann gehen wir rüber auf den PTU. Zuerst würde ich sagen, auf jeden Fall die Kisten wieder schwarz-gelb. Beziehungsweise mit unserem Logo dann. Weißer Rahmen, blauer Strich drunter, ne? Das ist das Übliche halt. Da gehen wir heute mal immer drüber. Das heißt, Farbpalette. Achso, habe ich den Materialien sind alle richtig, ne? Lass gucken. Ja, das ist Ajatit. Die Balken. Ja, alles klar, gut. Das passt. Dann kommen wir mal zu den Farben. Und erstmal die Kisten schwarz. Das ist übrigens falsch. Ups. Ich möchte nur den ersten. Das ist der falsche Layer. Danke. Den ersten Layer der Kisten schwarz machen. Genau. Das können wir ruhig gelb lassen und dann schwarz gefüllt. Das finde ich gut. Beziehungsweise gelb füllen geht, glaube ich, auch, ne? Ja, gelb sieht auch gar nicht so schlecht aus. Dann passt doch besser nachher in die fertige Geschichte. Schwarz. Da. Mal ein bisschen größer machen gerade. So. Erstmal über Schwarz drauf. Ups. Machen wir euch beides gerade. Wir machen mal die Grundfarbe Schwarz für alles erstmal. Und dann machen wir die Akzente daraus, machen wir eben dann in anderen Farben. Habe ich nicht gerade entfernt? Da, jetzt. Dann kannst du nämlich auch gerade mal weg da. Pass mal auf. Zack. Also erstmal alles schwarz machen und dann Sachen entsprechend umfärben, die eben nicht schwarz sein sollen. So erwische ich halt auch nichts Verkehrtes tatsächlich. Jetzt ruckelt es gerade wie Sau hier. Aber das ist okay. So. Oben. Das drinne kann ich mir sogar klemmen, glaube ich, weil da guckt sowieso keine Sau rein. Wenn ich von vorne reinschaue, sehe ich auch schon, ja, drin ist auch alles okay. Ja, okay, das sieht gut aus. So, okay, vorne die Front, alles nochmal nachgepinselt, alles schwarz, inklusive der Ducts. Batterien sind schwarz, das ist schwarz. Okay. Dann klein und klein und jetzt
erstmal den weißen Rahmen für die Kisten machen. Das ist dann Paint Layer 2. Hier einen Pinselstrich und dort den Pinsel. Upsala. Und dann unten einmal zu. Danke. Dann hier nochmal. Und dann da oben. Lass mal die Tanks lassen wir schwarz, aber ich glaube, die sind weiß. Obwohl doch, weiß sehen ja auch gar nicht so schlecht aus. Tanks nehmen die Farbe gut auf. Okay, dann lassen wir die Tanks auch ruhig mit weiß da oben. Das passt dann schon mal. Zack. Die Halterung selber aber wahrscheinlich nicht, oder? Okay, die Halterung geht sogar gar nicht. Ja. Die Halterung muss auf jeden Fall schwarz bleiben. Aber den Tank können wir halt eben doch dann Layer 1 weiß machen. Das ist übrigens falsch. Layer 2 ist das. Wird er doch schwarz lassen? Nimmt die Farbe doch nicht so gut auf, wie ich dachte. Wie ist es mit Gelb? Das ist ein schmutziges Gelb. Nee, dann machen wir schwarz. Schwarz und fertig. So. Nochmal weiß. Und dann einmal dort längs. Okay, das haben wir. Unten ist auch, hinten ist, wie ist es oben? Okay, dann kommen wir jetzt zur blauen Farbe. Das wird der Mittelstreifen, der immer quer rumgeht. Machen wir mit Rahmen oder ohne? Ich würde sagen mit, wa? Ja, dann nochmal weiß. Das habe ich gerade übergepinselt versehentlich. Und der Rest wird dann alles gelb. Mhm. In dem Rahmen bin ich noch nicht ganz sicher, aber ich werde dann doch lieber den Rahmen weiß lassen. Das sehe ich aber dann, wenn es soweit ist. Okay. Noch unsicher. So, und jetzt gelb. Für alles. Halt, Moment. Hier oben, das lassen wir schwarz. Für den Rahmen. Aber machen dann die Oberfläche gelb. So. Ja, das ist doch schick, oder? Genauso muss das. Ja, ja, ja. Gelb, 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 gelb. Und dann Layer 2 für den Rest. Okay. Die Batterien mache ich die auch gelb oder das ist die schwarz? Ah, die sehen gelb kacke aus, oder? Die sehen gelb echt mies aus. Ich denke, die Batterien lassen wir dann schwarz. Sieht einfach wirklich am besten aus. Die Farben spiegeln sich halt nicht so ganz so gut rüber, wie sie sollten. Dann mal das Logo wieder in gelb, logischerweise. Ah.
Die Triebwerke und zurück. Ja, die schwarzen Batterien sehen gar nicht so schlicht aus da in der Ecke. Hops. Und so. Okay. Ja, da lassen wir ruhig schwarz dann. Wegen den Lasern. Die sahen rot, glaube ich, kacke aus, ne? Wo es geht eigentlich? Die können wir ruhig vorne mit rot lassen, tatsächlich. Wie sieht der Rangefinder aus? Nee, okay. Der Rangefinder auf gar keinen Fall. Uff. Aber zumindest die Laser, die können wir dann gut rot machen. Da kommen ja auch rote Laser raus. Gelb sieht wahrscheinlich kacke aus. Ja, gelb sieht komisch aus. Könnten die Jungs gelb machen vielleicht? Der gelbe Strahlen? Und dann vielleicht die Rangefinder grün, wa? Yikes. Uff, okay. Das ist eher eine Clown-Show gerade. Also machen wir anders. Das lassen wir schwarz. Wir lassen auch die Toolbodies und so lassen wir auch schwarz. Wir machen nur vorne den Laserkopf rot. Machen wir hier die Dinger grün oder? Lassen wir auch schwarz, oder? Vielleicht ein dunkleres Grün. Alles so komisch, ey. Ja, mal pink. So. Besser. Nee. Lassen wir dann wirklich schwarz. Aber Laserkopf rot finde ich eine gute Idee. Das gefällt dem ich auch. Und dann Traktor nehmen wir auch. Machen wir dann noch gelb. Dass wir noch einen Überblick haben, was jetzt genau wo ist. Wenn alles schwarz ist, sieht man halt auch ganz schlecht, was da jetzt wirklich dran ist an dem Fahrzeug. Die Triebwerke hier schwarz lassen, gelb machen oder komplett schwarz? Könnten hier die gelbe Farbe nochmal drauf tünschen an der Seite. Ja. Das machen wir auch mal. Die Nozzles mal gelb machen. Zack. Dann passt das auch stimmig zu den anderen Triebwerken im Schiff. Und ihr habt's. Den da zum Beispiel. Okay. Laser vorne rot, Triebwerke links, dann die Traktorbeams. Ebenfalls gelb, die Traktorbeam-Köpfe. Aber nur die Köpfe. Da haben wir den und den und den und den und den und den. Ja. Und die Kollektoren machen wir dann am besten farblos, oder? Oder weiß, genau. Machen wir so ein bisschen weiß. Oh, farblos ist heller. Lol. Farblos ist heller als weiß. Okay.
Dann haben wir da die Collector-Köpfe. Und wissen auch genau, wo die gerade hin zeigen. Okay. Das ist soweit schon mal stabil. Lass das Ganze mal kurz in Action sehen. Im Licht auch am besten. So. Dann einmal die Kollektoren einschalten und die Traktorbeams. Ja, gefällt mir. Gefällt mir sehr. Ich bin noch nicht ganz sicher, wegen der weißen Kante durchziehen oder nicht. Ich weiß nicht, wir ziehen die weiße Kante durch, ne? Ja, wir ziehen die weiße Kante durch und fertig. Das sieht, glaube ich, schöner, sauberer aus einfach. Zack. Leer 2 war das. Ja, gefällt mir deutlich besser so. Dann dort und dort und dort. Okay. Ich werde das den Rest noch fertig pinseln und alles schick machen. Dann speichere ich das, gehe rüber auf den PTU, baue das Ding dort und dann werden wir das Ding auf dem PTU mal auf Herz und Nieren testen und mal schauen, wie das so abgeht. Bis gleich. So, da sind wir auf dem PTU und bereit für Schandtaten, für Ausschweifungen. Dazu einmal in Edel-Modus gehen, dort jetzt den letzten Autosave aufrufen, was in dem Fall das Lasergrid ist. Autosave, zack, und das dann einmal speichern als Lasergrid. File, save as, Lasergrid, dort. Okay, da ist es. Unser neues Schiffchen, schon mal soweit vorbereitet. Alles verbolzt, alles gefärbt, alles eingemalert. Und ich denke, es ist ganz schick geworden. Aber viel wichtiger als die Form ist natürlich die Funktion. Das heißt also, wir werden jetzt mal testen, wie das Ding so ist. Erstmal testen, was kostet denn der Spaß so? Das wäre mal die erste Frage. Das dürfte jetzt wahrscheinlich auch nicht teuer werden. Okay, 1,4 Millionen, wenn ich... Also 5 Millionen, wenn ich das ohne Teile baue. Dazu haben wir vor allen Dingen 26 Ymbrium, Lucium 10 Stacks, Kutonium 18 Stacks, Corasium 10 Stacks, Baltium, das geht sogar noch, sogar deutlich weniger, als ich erwartet hätte für die Beams. Arcanium, 53 Stacks Arcanium, das zieht ein bisschen. Ja, das Ding dürfte so wahrscheinlich so 3, 4 Millionen kosten. Von Hause aus. Denke ich mal. Ja, das ist sogar noch mehr. 4 bis 5 Millionen würde ich grob schätzen aktuell. Was noch geht, es gibt deutlich teurere Schiffe, so ist es nicht, ne? Aber es ist auch nicht eines der billigsten Schiffe. Aber das Gute dabei ist, wenn du das Schiff einmal gebaut hast, dann brauchst du das nie wieder, weil es bleibt quasi in der Station, es geht nicht kaputt und dann hast du ein permanentes Mining-Schiff. Wir machen jetzt was man damit nicht machen sollte. Wir fliegen mal raus in den Belt und werden dann mal minern. Es geht jetzt wirklich nur darum zu testen, wie denn das Minern generell funktioniert mit dem Gerät. Und dazu müssen wir logischerweise einmal rausfliegen. Ui, in den Belt. Glücklicherweise müssen wir nicht so weit rausfliegen. Denn die Asteroiden sind doch relativ fix beisammen. Besonders schnell sind wir logischerweise nicht. Mal den Großmodus rein gerade. Wie schnell fliegt das Ding trocken? Settings, Transponders, Station Transponders, Speed Limit. Ja. Wir sind bei 60. Um die 60 Meter pro Sekunde fliegen wir leer. Also das ist, wie gesagt, kein Schiff zum Rausfliegen. Aber für die Basis reicht es vollkommen aus. Also mit 60 Meter pro Sekunde bist du auch ruckzuck von Basis A nach B. Ist also generell kein großes Problem.
Können wir während des Fluges mal ganz kurz mal auf die Triebwerke schauen? Die sollten aber, glaube ich, alle laufen. Ansonsten würde ich jetzt schon Probleme kriegen mit dem Geradeausfliegen. Huch! Okay. Das war interessant. Muss man den Lifeline. Ey! Hallo? Hallo? Warum ist mein Lifeline disconnected? Danke. So, können wir jetzt mal bitte? Nein, Mann! Okay. Wie ist es mit der Lifeline wieder? Dankeschön. Ich bin gerade in den Kisten, oder? Ich bin gerade in den Kisten. Cool. Hallo? Bin ich irgendwo anders reingerutscht? Bin ich denn jetzt schon wieder? Hallo? Hallo? Kann mich jemand rausholen? Hallo? 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 Ich müsste mal ra- Hallo? Sekunde. Ich, teleportiere mal zurück und tau mal ganz kurz und flieg dann mal los. Wir sind dann gleich an den Asteroiden. So, da bin ich wieder zurück und jetzt mitten im Belt und hoffentlich jetzt bereit, ein paar Asteroiden zu schroten. Erst dann, was ich machen werde, ich werde die Farbe der Buttons nochmal wieder ändern, weil man sieht nicht, ob die an sind oder nicht, aufgrund der Bepinselung. Das sind doofe Idee, außer mit drüben die Progress Bars. Das sind eine Sachen, die brauche ich nicht mehr. Beim Fliegen haben wir einen Verbrauch von etwa 3% Generatorleistung. Also nicht so viel. Dann lassen wir jetzt mal ganz kurz hier den Traktor anschalten und die Kollektoren und das Grid. Und dann schauen wir nochmal, was passiert, wenn wir jetzt auf einen Asteroiden zufliegen und uns den mal gönnen. Das ist, glaube ich, ein Tier 6, glaube ich, oder ist das ein größerer? Wenn wir das sehen. Also es sollte auf jeden Fall, Tier 10 sollte auf jeden Fall hier auch durchgehen. Dafür ist es groß genug. Hier ist auf jeden Fall ein großer. So, die Kollektoren sind jetzt auch, glaube ich, noch an der fast derselben Position wie vorher. Ich strafe mein Schiff nach oben gerade. Okay, jetzt ist nur, das ist nur ein Tier 6er oder so. Oder Tier 5, das sind diese Gewellten. Der geht eigentlich. Dann fließen wir da mal drüber. Ganz sachte. Ganzen zärtlichen. Und einen Schritt zurück. Oh, das ist gut. Oh, das ist so gut. Oh, das ist so super gut. Aber wir haben trotzdem da noch so kleine Lücken. Das Problem mit den feststeckenden Teilen ist weiterhin da. Okay, wir müssen die wahrscheinlich an den... Die sollten jetzt eigentlich wiggeln, tun sie aber nicht. Okay, jetzt hat er ihn erwischt. Eventuell müssen wir das Wiggeln noch ein bisschen stärker einschalten. Es gibt doch Bruchstücke, die entsprechend nicht da durchgehen. Okay. Ja. Mal den da drüben am Nebel gerade. Das Problem, was ich gerade sehe, ist, dass halt mehrere Teile, mehrere Kollektoren an demselben Ding nagen und dann wiggeln die halt eh nicht mehr stark genug.
weil die sind quasi festhalten und die ziehen sich quasi gegenseitig weg. Das ist vielleicht dann ein Problem noch. Ich meine, wie gesagt, es funktioniert und im schlimmsten Fall ziehst du es halt eben mit, bis du zum nächsten Asteroiden fliegst und dann zieht dir das da dann durch. Geht also auch. Und gerade wenn du mit dem Raumfahrzeug arbeitest, ist es eigentlich fast egal. Und so ein bisschen Fuddelkram da vorne drinne zieht es auch nicht so viel Batterieleistung. Generator sogar noch aus aktuell. Dann nehmen wir mal den nächsten hier gerade. Ah, da warst du. Junge, komm bald wieder. Das ist, glaube ich, ein T9. Los geht's. Voll mit Bastium, wie es scheint. Vielleicht, wenn ich strafen. Und Batterie geht. Jetzt saugt er ordentlich gerade die Batterie leer. Die Generatoren fahren hoch, aber. Ja, der ist. Hier müsste man wahrscheinlich mit dem Spool arbeiten dann. Dass wir den Generator ein bisschen vorher hochfahren. So. Okay. Generator ist oben. 40%. Jetzt müsste auch genug Leistung kommen, um alle Laser durchweg zu. Oh, lecker. Schaut euch das an. Richtig schön sauber filetiert den Spaß. Die Kollektoren kommen nicht hinterher, wie es aussieht. Was aber eventuell am Strom liegt, ja. 61% Leistung und es reicht noch nicht ganz aus. Kranker Scheiß. Okay. Also auf jeden Fall, wenn du laserst, vermutlich den Spool-Button aktivieren und fertig. Machen wir direkt mal den Spool-Button. Das heißt, der wird dann noch ein bisschen extra Power bekommen. Und damit sollte die Generatorleistung auf jeden Fall immer gut oben sein. Und wieder einmal durch da. Leck mich im Arsch. Okay, der Spool-Button muss mehr Power haben. Was haben wir da? Das sind 25, dann setze ich den mal auf 50 Grad tatsächlich. Button on state value 50. 50% Generatorleistung. Den einschalten und dann einfach minern und fertig. Oh boy. Okay. Noch ein. Einen haben wir noch. Da den machen wir mal gerade. Generell funktioniert es sehr geil. Das ist nur ein kleiner, oder? Um so schwer abzuschätzen. Man könnte sich die Traktbeams auch auf eine Taste legen und dann halt eben die dann ausschalten, dass die beim Fliegen nicht so hin und her müssen. Wie gesagt, du fliegst mit dem Ding ja nicht große Strecken. Normalerweise. Das ist, was wir jetzt gerade machen, ist jetzt eher unpraktisch. Normalerweise fliegen wir halt eben in der Basis und dann kommt dann ein Räumfahrzeug an und hat halt eben auf dem Zeug dabei. Und fertig. So, ein bisschen hochstrafen gerade noch. Und. Genau, schön mittig. Und jetzt auf ein neues. Einmal sauber filetieren, bitte. Vielen Dank. Was ist das, ein Tier 8? Oder auch ein Tier 9? Kurz einen Schritt zurückfahren.
Also wird auf jeden Fall alles sauber zerlegt, sauber gefangen, sauber eingesammelt und sauber geschrotet auch. Da bleibt nichts drüber, da fliegt kein Fusselkram irgendwo rum. Das ist genauso, wie es möchte. Mir jetzt ein kleines Bruchstück gerade hier, mir gerade entgegenkommt. Am Vergleich zu vorher, wie gesagt, die Glasscheibe war natürlich die beste Option tatsächlich, aber das geht halt eben im Multiplayer nicht, weil dann die Asteroiden bouncen wie bekloppt. Ohne Strafen und rückwärts für Alter. Oh wow. Oh wow. Auch keine Triebwerke, die Sachen wegpusten, auch eine wichtige Sache. Also wenn ich rückwärts fahre, bleibt der Asteroid trotzdem stationär. Das ist ein wichtiger Punkt. Wir nehmen den kleinen Fusselkram noch mit hier gerade. Wir könnten nochmal eine Glasscheibe einbauen tatsächlich. Nochmal als letzten Fangschutz für Fusselkram, aber. Hier fliegen aber kleinere Teile rum, sehe ich gerade, ne? Die eventuell von den Traktorbeams weggeschubst worden sind. Ich glaube, ich bin voll. Shit. Wow. Das ging jetzt schnell. Ja. Delete. 10 mal Eis. Ja. Kranker Scheiß. 600, nee, 500 Crates. Und trotzdem schon wieder leer. Der Hammer. Einfach nur der Hammer. Wie gesagt, auch hier wieder normalerweise sitzt so eine Station und einfach nur kurz reingehen, reingucken und dann alles. Oh. Dann kurz reinpacken und dann einfach alles mitnehmen und fertig. So. Okay. Ich würde aber grob sagen, das Schiff selbst ist ein voller Erfolg. Also ich bin begeistert davon. Delete all copies. Confirm. Hier, ganze Bastion auch raus. Confirm. Delete all. Confirm. Irgendwas drin? Nö, das war's. Also für das, was das Ding machen sollte, macht's eigentlich alles gut richtig. Bin ich echt zufrieden mit. Kleinere Asteroiden wie den da zum Beispiel, den sollten wir direkt vernaschen können, ohne dass uns da groß was, ohne dass der was merkt. Aber wir müssen jetzt auch mit den Großen rechnen, weil die Großen ja ebenfalls Teil der Welt sind inzwischen. Und zwar ein recht bekannter Teil der Welt. Das Räumfahrzeug kann bis zu vier Große schleppen, ohne dass es groß Probleme macht. Danach gibt es halt in Durability Errors, weil die Beams dann nicht mehr aushalten. Ich könnte beim Räumfahrzeug die Beams auch auf Baltium erhöhen, aber das würde auch nur das Problem halt verschieben, so ein bisschen. Und das Räumfahrzeug soll aber günstig werden. Deswegen habe ich mich da entschieden, das nicht zu tun. So. Ups. Einmal Rückwärtsgang und. So. Ist an. Das ist noch ein Kleinkram. Na, nimmt ihr denn mit, die beiden? Jawohl. Und den auch noch, komm. Der ist durchgehüpft. Der ist durchgehuscht. Die Sau, jetzt. Perfekt. Okay. Dann nochmal. Es macht Spaß damit zu meinen, mit dem Vieh hier. Es macht echt Spaß mit dem Teil zu meinen. Bam, 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 bam. Also wenn man sauber drauf fliegt, so einen großen Asteroiden hast du innerhalb kürzester Zeit durch. Ein paar Sekunden, dann ist der weg. Jetzt, wie gesagt, gerade mit dem Spool auch, wenn du auf 50% vorheizt, dann sollte das auf jeden Fall keine Probleme geben. Das wird ein großer.
Langsam vor. Und zurück. Das kann, der war gar nicht mehr so groß, das ist nicht, okay. Das ist Vokarium, okay. So, vor allen Dingen kein Rumgefussel, kein Rumsortieren, sondern einfach nur drüber fliegen und wegnaschen und fertig. Das ist das Schöne an dem ganzen Prinzip hier. Gefällt mir sehr, gefällt mir sehr. Wessen Platz haben wir noch? Dann los. Und normalerweise würdest du halt eben in der Station einfach nur sagen, Transfer all over to ship, Transfer all to station und so weiter und so fort und haust erstmal alles in die Station rein und sortierst eventuell später in der Station aus, was halt einfacher ist. Ich glaube, ich gerade einen Asteroidenschatten, der da flog. Ich glaube, hier haben wir nochmal einen großen gerade. Fliegt auch sehr stabil. Ich hab die Steuerung so konfiguriert erstmal, dass das Schiff langsam in Fahrt kommt. Also nicht so ruckartig ist, weil es gerade, wenn du mit Asteroiden hantierst, die halt eben gerade so in das Raster reinpassen, dann willst du halt ein bisschen besser zielen können. Und das können wir auch genauso beibehalten, denke ich. So, jetzt kommen wir der Sache näher. Ich hatte es überlegt, eventuell noch einen Rangefinder nach vorne zu machen, dass ich sehe, wie weit der Asteroid entfernt ist, aber ganz ehrlich, das sieht man, sobald er die Laserstrahlen berührt, dann kommt man da schon ran. Da kriegt man ganz schnell ein Gefühl für. Von daher passt das. Und Kontakt. Der erste Ball ist gegriffelt. Und jetzt wird gesägt. Sehr gut. So, ein bisschen rüber. Und dann einmal komplett quer über den Asteroiden fahren und fertig. Kurzen Schritt. Oha. Da stockt das Spiel ganz kurz. Kurzen Schritt zurückfahren. Batterie. Sieht gut aus. Hat kurz ein bisschen einen Schluck auf gehabt, aber jetzt geht's wieder. Und wieder vor. So. Nicht so schnell. Und der Lag. Der Lag ist real. Aber er gönnt sich. Ja, Generator fährt langsam hoch. Batterien werden ein bisschen leerer. Macht aber nichts. So ein großer Asteroid, der wird trotzdem recht schnell leer gemampft. Bisschen hoch noch. Und wir sind vor allem kein Wegpusten der Asteroiden beim Rückwärtsfahren. Das ist ein leichtes Problem bei der Maulhofen tatsächlich. Weil die Triebwerke halt eben doch so zu nah an den Asteroiden drin sind teilweise. Und dadurch kommt es gelegentlich dazu, dass du halt eben versehentlich beim Rückwärtsfahren die Asteroiden wegschubst. Der ist natürlich noch gerade noch Zeug rum, das muss noch weg. So, ein bisschen Kleinkram. Die haben sich alle da festgeballert, okay. Stück runter und dann vorwärts und wieder drüber. Also für die, die wirklich komplette Asteroiden wegnaschen wollen, ist das Ding genau das Richtige. Wenn du nur den Kern willst, dann eher nicht so. Aber wenn du wirklich komplett den Asteroiden wegzerschroten willst, ohne Reste, genau richtig. So. Einmal, das was glaube ich dann T9 und T10, komplett weggemampft und fertig. Ein paar kleine Fussel liegen noch rum, aber die kriegst du dann noch beim nächsten Mal noch mit. So. Oder die Cargo-Links. Genau, die Cargo-Dinger schnappen sich die dann. Oder, ne? So, nochmal drüber fliegen. Und dann kriegst du sauber alles eingesammelt. Definitiv eine coole Sache. Bin ich sehr zufrieden mit. Das heißt, der Bauplan geht dann jetzt auch in den Company. In die Company-Geschichte. Und kann dann von dort einmal... für Leute, die daran interessiert sind, die können sich dann mitnehmen und selber bauen. Wie gesagt, es ist ein sehr spezielles Fahrzeug, das halt eben nur unter bestimmten Bedingungen wirklich gut funktioniert. Das heißt, in der Basis Asteroiden schrotten und eben nicht in der Gegend rumfliegen und groß sammeln. Weil dafür ist es zu langsam, zu träge.
Und auch zu ungeschützt tatsächlich. Ja? Aber es frisst halt Asteroiden weg wie nichts Gutes. Und genau das soll es ihm auch gönnen. Und zwar nur das. Das soll es für die Folge gewesen sein. Wie üblich, wenn das Video gefallen hat, gerne subscriben oder den Rest auf Wies klicken. Da gibt es ein bisschen mehr von mir. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.